Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade in einem Selbstversuch. Ich versuche den Verbrauch zu drücken. 4,8 Liter, ja, das ist schon mal a great success. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Oder sehr selten. Aber dafür fahre ich halt auch wie so ein Tempomat durch die Gegend. Also mit starker Beschleunigung oder so ist jetzt gerade nicht so. Aber für die Wissenschaft. Ich dachte mir, wir sprechen heute mal so ein bisschen darüber, was die sinnvollste Ausstattung beim Motorradfahren ist in Bezug auf Motorradklamotten. Die Präferenzen sind natürlich unterschiedlich. Manche fahren lieber mit Lederkleidung, weil sie die sicherer finden. Da gibt es auf jeden Fall auch Argumente für. Manche fahren lieber mit Textil. Sei es wegen Regenschutz oder so. Natürlich, wir reden jetzt hier nicht über sowas wie Helm, Handschuhe, Schuhe, Hose, Jacke, Nierengurt. Es ist halt, denke ich mal, selbstverständlich, dass das dazu gehört. Nein, es geht heute um Airbag-Westen. Wir sind bei 4,7 Liter. Oh mein Gott. Ich hab's auf Video, ja? Ihr seht den Beweis. Verrückt. Es geht um Airbag-Westen. Und zwar, wir waren auf der Motorradmesse in Dortmund und haben da mit so einem Verkäufer von Airbag-Westen das Gespräch angefangen. Und ich muss sagen, er kann echt gut verkaufen. Er hat dann das Argument gebracht, dass man Airbag-Westen so mit dem Sicherheitsgurt vergleichen kann im Auto. Den hat man ja im Normalfall auch noch nicht wirklich gebraucht, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Unfall oder einen krasseren Unfall oder so hatte, sondern den legt man halt einfach an. Aber wenn man ihn nicht angelegt hat, dann fühlt man sich irgendwie unsicher. Das finde ich auch. Also so geht es mir auch. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ich war noch nicht überzeugt. Er so, ja, dann kommt einfach mal vorbei in mein Geschäft und dann zeige ich euch das mal und so. Ja, gesagt, getan. Ein paar Wochen später sind wir hingefahren. Und dann hat er eine Weste angelegt und hat dann die mal ausgelöst. Und das demonstriert. Und es ist halt schon krass. Es geht super schnell, dass sich die Weste aufbläht und dann man sich eben nicht mehr wirklich bewegen kann, sondern sowohl den Nacken nicht mehr krass nach hinten überstrecken kann, als auch einfach der Rücken, wenn man dann da mit der Faust draufhaut, das merkt man halt jetzt nicht so wirklich. Es tut auf jeden Fall nicht weh. Und irgendwie waren wir dann überzeugt und dachten, ja komm, dann probieren wir das mal aus und haben die Airbag-Westen in Gelb geholt. Wir haben die von Helite geholt. Das ist jetzt kein bezahltes Werbevideo oder irgendwie sowas, sondern ich bin da einfach wirklich überzeugt von. Ui, fahr mich nicht um. Sehr gut. 4,6 Liter Verbrauch, das ist schon ziemlich nice. Das hatte ich noch nicht. So ganz kaputt ist mein Motorrad noch nicht. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass jetzt die Einfahrphase vorbei ist und dass sich jetzt so ein bisschen amortisiert alles. Hoffentlich bleibt das so. Auf jeden Fall haben wir uns dann zwei gelbe Airbag-Westen geholt. Diese Neon, weiß ich nicht, ich blende euch mal ein Foto ein. Und die sind zum Glück bei uns selber noch nicht zum Einsatz gekommen. Ich habe aber schon miterlebt, dass Leute, entweder wenn ihnen das Motorrad umgefallen ist, dann, wenn es mit genug Wucht war, dann, dass die Airbag-Weste ausgelöst hat, oder wenn sie jetzt bei geringen Geschwindigkeiten umgefallen sind, also so weggerutscht sind, dass das dann passiert ist.
Es ist auch, also ich muss dazu sagen, dass es nicht mal eben aus Versehen eigentlich passiert, weil man ein bestimmtes Gewicht erreichen muss, damit überhaupt dieser Zug ausgelöst wird. Und wir haben die Airbag-Weste, die gelben Westen, jetzt glaube ich 2 Jahre ungefähr. Und als ich die XR jetzt neu hatte, war ich mit der gelben Airbag-Weste eben unterwegs und mit der XR. Und ich glaube, einige waren sich halt nicht so ganz sicher, ob sie nicht lieber aufpassen sollen. Nicht, dass es irgendwie eine zivile Motorradpolizei ist. Und irgendwie war das lustig, dass die Leute das gedacht haben. Ein bisschen ist mir aber auch auf die Nerven gegangen. Und optisch natürlich ist so eine gelbe Weste neongelb auffälliger, aber ich fahre ja jetzt nicht wirklich irgendwie im Dunkeln oder so, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte. Und deswegen, und man sieht gleich so tourenmäßig aus, das fand ich auch nicht so cool. Das ist nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Und deswegen sind wir nochmal zu unserem Airbag-Westen-Fritze hingefahren und haben da eine schwarze Airbag-Weste geholt. Es gibt mittlerweile, also wir haben das System von Helite, nochmal nett. Ich krieg da kein Geld für oder so, dass ich das euch sage. Ich finde die halt einfach cool. Das ist jetzt das System mit diesem, mit dem Bändel. Also wo man mit einem Seil befestigt ist am Motorrad. Das ist ein bisschen wie Anschnallen im Auto. Das stöpselt man halt am Anfang ein. Und wenn dann ein bestimmter Zug auf dieses Seil wirkt, dann löst die Weste aus. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel unterhält und man rutscht mit dem Motorrad weg, dann, und man bleibt aber auf dem Motorrad drauf, dann würde die halt nicht direkt auslösen, wenn man noch fest auf dem Motorrad drauf ist. Das ist halt der Nachteil. Aber sobald man sich stark genug vom Motorrad entfernt, würde die Weste dann auslösen. Und dann bleibt die auch ein paar Minuten aufgeplustert. Sodass, wenn man jetzt rutscht, dass man eben, falls man irgendwo gegenprallt oder so, dass man da nicht so sehr Verletzungen davon trägt. Es gibt ja auch andere Airbag-Systeme, die finde ich aber, die haben für mich ein paar Nachteile, da kann ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Es ist halt wirklich so. Es hat, also mein Fahren hat sich ein bisschen verändert. Ich würde sagen, ich bin mutiger geworden beim Motorradfahren, weil im Hinterkopf so ein bisschen ist, naja, die Weste beschützt mich. Man sollte jetzt nicht denken, dass man jetzt Gott wäre. Aber es gibt einem auf jeden Fall Sicherheit, so im Hinterkopf. Und mittlerweile ist es so, wenn ich, also ich nehme die Weste eigentlich jedes Mal mit, auch wenn ich nur ganz kurz fahre. Aber jedes Mal, wenn ich ohne Weste fahre, dann geht mir durch den Kopf, naja, das Einzige, was dich jetzt an diesem Motorrad hält, sind deine Hände. Und vielleicht ein bisschen so die Beine, wenn man sich da mit festhält. Und wenn jetzt ein Unfall passiert, klar hat man einen Rückenprotektor, aber allein der Nacken ist doch so anfällig. Wenn man da blöd aufkommt, dann ist es vorbei. Und aus dem Grund fahre ich nur noch eigentlich wirklich mit der Weste. Natürlich, wenn ich auf einem fremden Motorrad fahre, was dieses Abreißseil nicht hat, dann kann ich die ja auch nicht dran machen. Dann bringt doch nichts, wenn ich damit fahre. Aber ansonsten wirklich nur noch mit der Weste, weil das einem so viel Sicherheit gibt und ich glaube, es bringt halt wirklich was. Also ich glaube daran.
Und weil ich keine Lust mehr hatte, dann die ganze Zeit mit der Motorradpolizei verwechselt zu werden und weil Gelb halt auch nicht so stylisch ist, habe ich mich dann dazu entschieden, dass noch eine schwarze Weste einzieht. Und deswegen haben wir jetzt die Weste in Schwarz noch zugelegt. Da kann ich euch auch mal ein Foto von einblenden. Die ist auf jeden Fall unauffälliger. Aber ob ich jetzt eine schwarze Kombi dann trage oder, und die schwarze Weste drüber oder nur die schwarze Kombi, ist halt gleich unauffällig irgendwie. Und so hat man eben trotzdem die Sicherheit. Deswegen fahre ich jetzt mit der schwarzen Weste durch die Gegend die meiste Zeit. Und ich muss dazu sagen, die schwarze ist wesentlich unempfindlicher bei Dreck. Weil wenn die Insekten, ich weiß nicht, was die haben, die fliegen ständig auf diese gelbe Weste drauf und dann sieht die so schnell hässlich aus und dann muss man die sauber machen. Das ist halt wieder so ein Pflegefaktor, den hat man bei der schwarzen nicht so sehr. Also das spricht auch für die schwarze Weste. Das waren so meine Eindrücke oder meine Meinung zu der Airbag-Weste von Helite. Das genaue Modell schreibe ich euch unten nochmal in die Infobox. Wenn ihr aus dem Raum Köln kommt und da irgendwie einen fähigen Berater zu braucht, dann könnt ihr mir auch mal auf Instagram schreiben. @pilotin_fliegt. Da kann ich euch dann nämlich jemanden empfehlen. Ansonsten soll es das dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Fahrt vorsichtig. Bis dahin.